Heute bei Objektiv Menschen, Leben, Rheinland-Pfalz. Streuobstwiesen kommen zurück. Menschen und Tiere freuen sich darüber. Und noch mehr Früchte vom Baum, Apfelernte als Gruppenerfahrung. Und Erlebnis Bauernhof, Urlaub mittendrin zwischen Tieren und Wald. Hallo Rheinland-Pfalz, willkommen zu Objektiv. Deutschlands Wiesen sind vielfältig, wenn man sie lässt. Erfahrenere unter Ihnen werden sich erinnern, dass es früher mehr bunte Blumen in der Natur gab. Und Obst hat man oft direkt vom Baum gegessen. Die Familien haben sich lange selbst verpflegt. Früchte direkt aus dem Garten oder der Wiese am Straßenende, da wollen die Leute vom Arbeitskreis für Natur- und Umweltschutz wieder hin. Im Asbacher Land arbeiten viele Ehrenamtliche zusammen daran, dass sie wieder mehr echte Natur rund um ihre Häuser haben. 150 Obstsorten wachsen auf den Flächen von Naturschützern im Asbacher Land. Das hat kein Supermarkt zu bieten. Vielfalt entsteht hier dadurch, dass nicht nur ein einzelnes Umweltprojekt verwirklicht wurde, sondern verschiedenste Aktionen aufeinander abgestimmt sind. Die heimische Natur ganz im Norden von Rheinland-Pfalz hat wieder einen funktionierenden Kreislauf. Ich habe noch Obst von den Bäumen von meinem Opa. Meine Enkel sollen halt von mir was haben. Viele Menschen sind allergisch auf gespritzte Obstsorten aus dem Supermarkt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Allergiker die alten heimischen Sorten oft vertragen. Sie kennen sie nur nicht. Sie werden kaum noch angeboten, da gleiche Produkte in großen Massen einfacher zu handeln sind. Es ist halt nicht mehr wirtschaftlich. Früher war es eine Nebenerwerbsquelle der Landwirte, die gerade hier im ländlichen Bereich dann das Obst bis ins Ruhrgebiet gebracht haben. Teilweise sind ja gewisse Sorten hier nach Frankfurt geliefert worden, um da Apfelwein draus zu machen. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gelohnt. Mittlerweile, glaube ich, bekommen die Menschen immer wieder mehr Bewusstsein dafür und versuchen auch gezielt so alte Sorten, alte wertvolle Sorten, die ja viele wertvolle Inhaltsstoffe haben, die von Allergikern gegessen werden können, die auch lecker sind, die verschiedene Geschmäcker haben, wird das wieder versucht, mehr zu nutzen. Kleine Obstwiesen scheinen sich finanziell für die Landwirtschaft nicht mehr zu rechnen. Seit den 1950er Jahren ist der Bestand solcher Gärten um 90% zurückgegangen. Traditionelle Sorten findet man vor allem auf Streuobstwiesen. Es gibt Statistiken, wovon ausgegangen wird, dass über 5000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten, Insektenarten auf diesen Wiesen leben. Das fängt an auf der Bodenschicht, wo verschiedene Kräuter sind, wo faulendes Obst liegt, wo dann Käfer reingehen, was wieder von Vögeln gefressen wird. Die Kronenschicht, wo die Blüten blühen, wo das Obst nachher ankommt. In den Stämmen, in den Hohlräumen, die sich nachher mit den Jahren entwickeln. Wo dann Hornissen in den Hohlräumen nisten. Aber auch Steinkäuze und Bilche wie Garten und Gartenschläfer dann drin wohnen können. Fledermäuse, Vögel allgemein. Und das ist halt das Schöne daran. Nur wenige Meter von den Obstwiesen entfernt waren früher große Steinbrüche. Der Westerwald hat durch Vulkanausbrüche viel vulkanisches Gestein. Mitten zwischen den Steinen hat ein Vereinsmitglied vor wenigen Jahren einen einzigartigen Apfelbaum gefunden. Die Sorte kannte vorher keiner und hier hätte sie auch niemand erwartet. Von dieser saftigen Sorte wurden nun auch mehrere Bäume auf die Wiesen gesetzt. In der gleichen Ecke haben die Ehrenamtlichen Bauschutt aus einer Grube geholt und so sind hier neue Biotope entstanden. Zwischen den Bäumen leben Rinder. Viele Kälber müssen in den letzten Wochen zur Welt gekommen sein. Sie wissen genau, wo es Milch gibt. Und wenn nicht genug kommt, hilft der Papa noch etwas nach. Die Zitzen der Kuh müssen stimuliert werden, damit die Milch fließt. Immer wieder werden bewusst Blühstreifen von 2 bis 3 Metern gelassen. Hier wird kein Rasen gemäht, auch nicht durch Rinder. Unzählige nützliche Insekten haben hier ihr Zuhause und bunte Blumen wachsen da auch. Sowas kann jeder, der einen Garten hat, nachmachen. Es könnte durchaus attraktiv aussehen, wenn zum Beispiel ein gepflegter Garten mit ein paar Sandsteinen von einem naturbelassenen Garten abgetrennt ist. In kürzester Zeit würde man sich wundern, dass wieder Schmetterlinge und Bienen da sind. Ich
Heinz Klein wohnt in Hinterblaak selbst direkt an den Streuobstwiesen. Er ist hier aufgewachsen und die meisten der Bäume wurden von ihm gepflanzt. Jeder Apfel schmeckt wieder anders. Den einen kann man im Herbst noch nicht essen, den kann man auch im Frühjahr oder im Sommer erst essen. Und so ist das zum Beispiel bei verschiedenen Sorten an Pflaumen. Zum Beispiel kann man über Monate dann noch Pflaumen haben. Ne? Oder ich habe zum Beispiel vom Mitte Juli bis Mai, Juni nächstes Jahr eigentlich Äpfel oder mehrere Monate auch Birnen. Ein Imker hat zahlreiche Bienenvölker auf dem gesicherten Gelände abgestellt. Der profitiert hier nicht nur vom Honig, sondern die Pflanzen profitieren vor allem von den Bienen. Ohne ihre Bestäubung würde kaum etwas wachsen. Am Wegesrand sind immer wieder Tümpel versteckt. Wenn ich ruhig bin und genau hinschaue, entdecke ich die Gelbbauchunke. Hier hat sich das größte Vorkommen dieser Amphibien im nördlichen Rheinland-Pfalz angesiedelt. Den Naturschützern sei Dank. Die lustigen Lurche leiden anderswo darunter, dass Tümpel entfernt und planiert werden. Natürliche Wasserlöcher fehlen. Hier auf der Wiese steht ein Insektenhotel. Bei den Besuchern ist man tolerant. Nicht nur Bienen, sondern auch Hummeln und andere Tiergruppen finden hier Platz, um Eier für den Nachwuchs zu legen. Dafür wurden verschiedene Materialien eingesetzt. Ziegelsteine, Holz und die Öffnungen sind unterschiedlich groß. Mit Holzzweigen aus dem Wald oder Rinde kann man hier ganz tollen Raum schaffen. In kleinerem Stil könnte man auch mit Konservendosen im Garten schöne Insektenräume bauen. Der Verein berät Privatleute dabei, worauf sie achten müssen, welche Sorten es gibt, wie weit die Bäume voneinander wegstehen dürfen oder überhaupt, welche Bäume sich auf einem kleineren privaten Grundstück gut anbieten. Es gibt zum Beispiel diese alten Sorten mittlerweile wieder auch in Buschbäumen oder in Halbstämmen. Dann kann man die auch viel näher zusammenpflanzen und hat so eine Sortenvielfalt. Die Buschbäume, die haben der Stamm, die Krone fängt bei einem halben Meter an. Das heißt, man kann unten drunter auch noch vernünftig mähen und man kann sich da alle drei Meter dann als Abstand und dann kann man sich so eine Obsthecke zum Beispiel anpflanzen. Ob Apfel oder Aprikose, Pflaume oder Kirsche, immer mehr Baumschulen bieten auch wieder alte Sorten an. Das erleben wir auch bei den Beratungen so. Also immer wieder mehr Leute, die sich halt auch Streuobstwiesen anpflanzen wollen. Wir fahren jetzt an den Waldrand zu einer ganz anderen Wiese. Dort wachsen Orchideen und die gibt es nicht mehr oft. Von Weitem ist es eine normale Wiese. Wenn wir vorsichtig durchgehen, erkennen wir aber, welche Vielfalt an bunten Blumen hier anzutreffen ist. Das gibt es so auch nur noch auf geschützten Flächen. Die Pflanzen brauchen halt bestimmte Pilze und Bodenbakterien. Und wenn die einmal gedüngt werden würden mit Gülle oder so, wäre das über Jahrzehnte zerstört und würde sich erst mühselig über lange Jahre wieder regenerieren. Also das Düngen macht die Pilze kaputt und die Pilze werden gebraucht von den Pflanzen. Genau. Ja. Diese Orchideensorten brauchen halt diese Pilze und Bodenbakterien, um dann auch überleben zu können. Weil hier wird ja auch nur einmal im Jahr, meistens so ab dem August, gemäht. Im Herbst kommen dann nochmal Kühe drauf. Und oft wird er jetzt zum jetzigen Zeitraum schon angefangen zu mähen. Und dann haben die Blumen hier überhaupt keine Möglichkeit, erstmal zu blühen und sich dann wieder weiter zu verbreiten. Dem Verein ist es wichtig, die Bestandteile der Natur zusammenzubringen. Das Ökosystem ist ein Kreislauf. Bestimmte Tiere können sich nur von bestimmten Pflanzen ernähren. Die wachsen nur, wenn sie von Bienen bestäubt werden. Bienen brauchen wiederum bestimmte Pflanzen. Alles hängt zusammen. Der Mensch hat sich seit Jahrhunderten immer mehr Teile herausgenommen und sie einseitig bewirtschaftet. So wie es eben am profitabelsten ist. Das ist auch erstmal nachvollziehbar. Aber immer mehr wird klar, dass einseitige Bepflanzungen nicht dauerhaft funktionieren. Unzählige Arten verschwinden ganz. Das gilt auch für Obst- und Gemüsesorten. Wir haben eigentlich eine riesige Vielfalt, von denen wir aber nur noch einen Bruchteil kennen. Obst müsste nicht aus allen Ländern der Welt zu uns geflogen werden. Den Verein im Asmarer Land gibt es seit 40 Jahren. Er hat fast 200 Mitglieder und freut sich dennoch, wenn weitere Helfer hinzukommen oder neue Mitglieder die Projekte einfach nur finanziell unterstützen.
Wer mithilft, beispielsweise Apfelsaft zu pressen, bekommt natürlich auch frischen Saft. Wir fahren an noch eine Wiese, auf der wieder Apfel- und Birnenbäume stehen. Im ganzen Asbacher Land sind die Grundstücke verteilt. 60 Hektar mit mehr als 400 Obstbäumen. Dass die Flächen dem Arbeitskreis für Natur- und Umweltschutz Asbacher Land selbst gehören, hat wichtige Gründe. Wenn uns die Flächen sind, dann können wir halt festlegen, welche Bäume draufkommen, wie viele Bäume draufkommen. Aber natürlich auch alles in Absprache mit den Landwirten, die diese Flächen bewirtschaften. Wenn ein Privatmensch seinen Garten naturnah gestaltet, macht das die nächste Generation, die den Garten erbt oder kauft, vielleicht wieder ganz anders. Durch den Verein ist auch für die Zukunft gesorgt, wenn ihm die Wiesen gehören. Kinder der 50er oder 60er Jahre werden sich erinnern, wie sie früher bunte Sträuße auf Wiesen gepflückt haben. Diese Vielfalt ist noch da, wo das Ökosystem stimmt. Da findet man bunte Blumen und Käfer, unbekannte Apfelsorten, Zwetschgen und viel mehr, was die Natur uns anbietet. Vieles, was wir verloren haben, können wir wieder neu schaffen. Die Tiere und Pflanzen kommen oft schnell wieder zurück, wenn sie ein Umfeld vorfinden, das einen natürlichen Kreislauf ermöglicht. Und für den menschlichen Kreislauf ist es auch gut. Gemeinsam Äpfel ernten, das tun immer mehr Leute, egal ob groß oder klein. Gemeinsam kann das richtig Spaß machen. Das Team um Thomas Hoffmann war bei der Apfelernte in der Südpfalz dabei. Der Naturschutzverband Südpfalz betreut mehrere Streuobstwiesen in der Region. Im Herbst steht die Apfelernte an. Viele fleißige Hände helfen bei der Apfelernte, damit es wieder einen guten Tropfen Apfelsaft in die Flasche gibt. Streuobstwiese ist was ganz Wichtiges für den Naturschutz, gerade in unserer doch sonst sehr intensive Landwirtschaft, die durch Monokultur geprägt ist, sind Streuobstwiese Lebensraum für ganz viele unterschiedliche Tierarten. Insbesondere dann, wenn es sich um alte Bäume handelt. Die Bäume hier sind so vor knapp 25 Jahren gepflanzt worden und kommen jetzt langsam in ein Alter, wo sie dann auch nützlich werden, zum Beispiel für Vögel, weil sich natürliche Höhle in der Stämme bilden, wo die dann Brutplätze finden und natürlich für viele andere Tiere auch. Insekten, die auf der Wiese sehr viele Blühpflanzen finden. Die Wiese wird einmal im Jahr gemäht, kurz vor der Ernte, damit wir dann ohne Probleme ernten können. Und durch diese Ernte belohnen wir uns natürlich auch jedes Jahr ein bisschen für unsere eigene Arbeit. Vor allem für die Arbeit, die vor 25 Jahren geleistet wurde, als die Wiese angelegt wurde. Auf der Wiese haben wir 150 Bäume, davon sind 100 Apfelbäume und das sind alles unterschiedliche Sorten, hauptsächlich historische, alte Sorten. Und ja, es ist immer ein großes Vergnügen, die viele verschiedene Sorten dann auch mal zu probieren, wenn wir hier ernten. Und es gibt natürlich einen Saft, der unvergleichbar ist, weil mit so vielen unterschiedlichen Sorten kriegt man vermutlich sonst nirgends einen Saft. Jedes Jahr sind es mehr Helfer, dieses Jahr sind wir glaube ich zu 70, die hier arbeiten und die Äpfel sammeln. Zusammen Obst ernten kann ein lustiges Unterfangen sein. Die Menschen bekommen so aber auch wieder mehr Bezug dazu, wo das Essen herkommt. Wir lernen gleich eine junge Familie kennen, der das ebenso wichtig ist. Deshalb lebt sie in der Natur mit vielen Tieren zusammen. Und sie lassen andere daran teilhaben. Ihr Zuhause ist ein Erlebnishof. Carmen und Matti wollten in der Natur leben und am liebsten auch dort arbeiten. Dazu haben sie Zertifikate in der Naturpädagogik gemacht. Also wie ich aufgewachsen bin, so würde ich auch gerne, also wollte ich immer, dass meine Kinder auch aufwachsen. Ja. Also hat das Paar im Jahr 2019 das Grundstück in Ulmen gefunden und gekauft. Dort ist jetzt quasi ein ganzes Erlebnisdörfchen entstanden. Das war schon immer ein Traum. Der Traum war aber eher, irgendwas mit Kindern und mit Tieren zu machen. In welcher Form, da war ich mir ganz lange unschlüssig, auch nach der Schule, was mache ich dann? Und irgendwie hat sich so gefunden. Ich habe 2017 mit Kinderprogrammen angefangen, viel an Schutzhütten und mit den Verbandsgemeinden zusammengearbeitet. Und dann kam immer mehr so der Wunsch auch von den, sag ich mal, den Leuten, die mich da gebucht haben, von den Kunden nach einem festen Ort. Aus einem früheren Bauernhof wurde der Naturerlebnishof Vulkaneifel. Auf über 10.000 Quadratmeter. Der Traum war immer so ein bisschen einen Bauernhof zu haben, sowas in der Art, jetzt nicht mit der klassischen Nutztierhaltung, aber so irgendwie ein altes Gebäude mit viel Land.
wir haben jetzt nicht genau das gefunden, aber was anderes, was sich eigentlich auch so perfekt dafür eignet und ja, zu unserem Herzensprojekt geworden ist. Es kommen nicht nur Eltern mit ihren Kindern hierher zu einem mehrtägigen Naturerlebnis, sondern auch größere Familien, Firmenevents und andere Gruppen, Schüler zum Beispiel. Das Interesse an der Natur scheint zu wachsen. Jeder fühlt sich so ein bisschen angesprochen. Auch die Natur ist momentan sowieso ein großes Thema, ne? Durch den Klimawandel und so Sachen. Die Leute beschäftigen sich mit der Natur und das Thema Natur wird immer mehr auch in den Urlaub mit einbezogen. Wir verbinden sehr viel hier mit unserem Grundstück auch, wo sich viele Leute wiederfinden, auch für runterzukommen aus dem Alltag. Und ja, deshalb ist die Sache ganz bunt gemischt. Sehr viele wollen ihre Kinder auch die Natur nahe bringen, was vielleicht zu Hause im stressigen Alltag nicht möglich ist. Und das gibt hier in der Urlaubssituation dann vielleicht den Anlass, dann den Kindern was beizubringen oder auch einfach mal machen lassen. Ne? Die Kinder sind einfach hier so und matschen einfach mal rum oder so, holen sich mal einen Stein und schauen mal, welche Tiere drunter sind. Schauen mal, fragen mal, was ist das für eine Beere oder so. Und das sind so Kleinigkeiten, die, ja, das ist ein schönes Rundrum. Der Schäferwagen Grünspecht steht auf Rädern und ist aus Holz gebaut. Innen drin ist eigentlich alles, was man für 4 Personen braucht, auch eine kleine Küchenzeile. Es gibt verschiedene Schlafkonzepte auf dem großen Grundstück unter Bäumen. Die Eifelhütchen nennen sich Rotkehlchen und Blaumeise. Okay, das ist ja wirklich alles von der Natur inspiriert. Man hört die Vögel ja auch gelegentlich. Schließlich schläft man hier in ihrem Lebensraum. Und dann gibt es noch diese Zelte. Dort schläft man zwar in Betten, aber auf Stroh. Der Boden ist fest. Das Raumklima ist irgendwie entspannend, gerade wenn der Wind leicht vorbeizieht. Schlafen und Kochen sind natürlich nicht alles. Die Menschen kommen hierher für Teambuilding, um das einfache Leben bei frischer Luft zu erfahren und um etwas über die Natur zu lernen. Es ist eine schöne Sache, auch was weiterzugeben. Auch, man erinnert sich auch nochmal an sich, wie man als Kind war oder auch wie man an was man sich erinnert und so, und das kann man schön auch dann weitergeben. Das sind schöne Situationen, die dann auch schöne Konversationen, die dann stattfinden. Die Tochter Ilvi ist immer mit dabei und seit dem Dreh ist ein zweites Kind dazugekommen. Sie lernt tagtäglich, was den Tieren gut tut und was nicht. Auf frisches Futter freuen sich die Ziegen natürlich immer. Mehrere Tierarten leben jeweils friedlich zusammen. Die Hühner zum Beispiel mit den Ziegen. Gerade Kinder, die einmal mit Tieren zusammengelebt und sie gefüttert haben, behalten oft ein Leben lang in Erinnerung, wie man mit ihnen umgeht. Carmen hatte immer mit Tieren zu tun, aber ihr Blick hat sich trotzdem verändert, seit sie den Hof hat. Man geht mit vielen Dingen bewusster um. Man weiß auch mehr oder man erfährt mehr über die Hintergründe, ne? Wie funktioniert das in der Nutztierhaltung, was ist wichtig, ne? Wie ist das mit den Eiern zum Beispiel, das ist auch einfach so ein Beispiel, ne? Wenn man sieht, wie die Hühner jetzt bei uns frei rumlaufen und dann kommen halt mal Eier und mal kommen halt mal 3 Wochen keine, das ist vollkommen okay, das kann aber in der Landwirtschaft, wenn man davon leben will, so nicht funktionieren, ne? Und dann gibt es halt einfach Abstriche, die da zu machen sind und da einfach das Interesse zu wecken und nicht alles zu wissen, sondern einfach dann begeistert zu sein und ja, den Willen zu haben, zu gucken. Ja. Matti hat das Eifeler Landleben schon als Kind miterlebt. War hier in der Eifel so, hatte quasi jeder Landwirtschaft immer Selbstversorgung und so. Da bin ich als Kind sehr viel gewesen und da hat man natürlich viel von sich aneignen können oder beigebracht bekommen. Und da wollte ich auch vieles umsetzen von meinen Großeltern. Das ist auch eine ganz schöne Sache hier mit Tieren, Garten und Obstwiese und so. Das ist ist einfach schön. Die Hühner und Gänse ernähren sich also voll vegetarisch. Sie fressen Matti quasi aus der Hand.
Den Schweinen tut eine Massage mal ganz gut. Und frischer Salat natürlich auch. Man hat ja alles hier, was viele der Tiere zum Futtern brauchen. Auch die Hasen kriegen ihr Fresschen. Klar, die lieben Karotten. Wer sich raustraut, wird satt. Manches Tierchen scheut sich aber ein wenig vor der Kamera. Grünfutter gibt's trotzdem. Das ziehen sie dann zu sich hoch in die Hütte. Auch hier kann Ilvi schon unterstützen. Vor allem als professionelle Streichlerin. Der Naturerlebnishof soll Besucher auch für zu Hause inspirieren. Ich hoffe, dass das so ist, dass man was von hier mitnimmt, dass man es in seinem eigenen Garten halt irgendwie so ein bisschen integriert. Ne? Das muss ja nicht immer was Riesengroßes sein oder so viele Tiere, die man hält, ne? Oder genau dasselbe. Aber alleine schon so kleine Aspekte und vielleicht auch so das Bewusstsein der Natur gegenüber, den Tieren gegenüber, dass man das auf jeden Fall mitnimmt und einfach ein bisschen mehr auf die Kleinigkeiten achtet, so, ne? Und auf die kleinen Wunder, denen man so ja, begegnet. Der Hund ist nicht so kamerascheu wie die Hasen. Er begleitet uns überall entspannt und freut sich, wenn er was zu knabbern hat. Energiesparende Verkehrsmittel wurden nicht erst gestern erfunden. Wären aber nichts für die Autobahn. Die ist gar nicht weit weg, aber es ist trotzdem schön ruhig hier. Die Kühe gehören nicht zum Hof. Es gibt viele Landwirte in der Ulmener Nachbarschaft. Auch Früchte dürfen im Garten natürlich nicht fehlen. Carmen ist manchmal selbst davon überrascht, was im Garten alles wächst und wie groß es werden kann. Ja, guck mal. Wahnsinniges Gerät. Ne? Und das ist jetzt, wie heißt der jetzt? Das ist eine Zucchini, aber welche Sorte das ist, keine Ahnung. Sieht aus wie das Modell Tschernobyl, so ein bisschen. ein bisschen zu groß geraten. Ne? Ja. Guck mal, hier die nächste, die. Ja, das ist Modell Banane. Ja. Die Familie lernt jeden Tag dazu, nach wie vor. So wie die Besucher auch. Wenn man eine Pflanze sieht, die man nicht kennt, dann schlägt man einfach mal nach und schaut, was sie kann, wo sie sich wohlfühlt. Beruflich macht Matti etwas ganz anderes: Flugzeugmechaniker. Für den Weg zur Arbeit legt er von der Eifel aus jeden Tag größere Fahrten zurück. Ich komme von der Arbeit auf die Arbeit, kann man eigentlich sagen, aber die Arbeit ist eigentlich dann nicht die, ja, das ist eigentlich auch ein Ausgleich. Ne? Man kommt nach Hause und man denkt sich, oh, muss ich jetzt noch mal was machen und so, aber wenn man die Arbeit dann eigentlich gemacht hat, dann denkt man sich, oh, eigentlich ist man jetzt entspannter wie vorher. Die Berufserfahrung als Flugzeugmechaniker nützt Matti bei diesen Fliegern nichts. Aber Opa kennt sich da aus und lernt die Familie an. Und dann sehen wir noch eine ganz besondere Schlafmöglichkeit, ein Baumzelt. Wie ein richtiges Zelt hängt es aber über dem Boden, an mehreren Bäumen befestigt. Da haben Ilvi und Carmen auch Freude dran, drin zu liegen und zu spielen. Aus dieser Perspektive kann die Natur nachts noch mal ganz anders erlebt werden, erhaben zwischen den Bäumen. Bevor sie ihr eigenes Grundstück hatten, machte das Paar auch schon gerne Abenteuerurlaub in der Natur. Wir haben einen kleinen Camper, wir sind eigentlich auch schon viel rund gereist. Wir waren in Norwegen, in Schweden, wo sehr, sehr viel Natur ist auch und so. Und das hat uns sehr auch beeindruckt und auch diese naturnahe Sache, immer mittendrin zu sein. Das wollten wir auch in unserem Konzept irgendwie auch mit reinkriegen. So viele Tiere hinterm Haus. Gibt es da Prioritäten? Lieblingstiere? Unsere Katze, die Whisky, die war als erstes da. Ne? Das ist auch eine, wo ich sage, okay, die ist gar nicht wegzudenken. Die ist irgendwie so immer dabei. Ne? Die ist auch ein Draußentier, aber gleichzeitig auch
halt drin bei uns, ne, die uns begleitet. Mit der Bella habe ich eine Schulhundausbildung gemacht. Das ist eine ganz besondere Bindung, die wir haben. Der Merlin hat bei uns im Bett geschlafen, weil er warm gehalten werden musste. Ja, und mein Hund Brunhilde, die haben wir 3-mal operieren lassen. Die musste 10 Tage mit der Pipette gefüttert werden. Die hat nachher auf meinem Schoß geschlafen. Also zu jedem Tier hat man so eine irgendwie eine andere Geschichte, dass ich gar nicht so sagen kann, genau das ist es jetzt. Ne? Also ich will keinen von denen missen. Eigentlich sind die Gänse meine Lieblingstiere. Mhm. Warum? Leider ist eine Lieblingsgans gestorben und die kam immer so zu mir und dadurch habe ich so einen Bezug zu der aufgebaut gehabt. Aber jetzt unsere, ja, die Nachfolger oder auch die, die noch da sind, sind eigentlich so, ja, die sind mir sehr ans Herz gewachsen. Das ist mir, ja, ich weiß auch nicht, warum, wo dran liegt, aber es ist irgendwie eine Beziehung entstanden, auch muss man so wirklich so sagen, ja. Die Zweibeiner und Vierbeiner haben genügend Auslauf. Jedes Tier macht natürlich Arbeit. Sollen es trotzdem noch mehr werden? Vielleicht noch 2 Ziegen, die dazukommen. Das sind ganz, ja, ganz witzige Gefährten, die Ziegen. Vielleicht werden ja auch mal die Schweine. Und ja, der Matti überlegt auch immer, ob da hier mal kurz ein Eber dazukommt und wir ein paar Ferkelchen haben. Das wäre natürlich auch schön. Und der Küken, wir warten auf Küken und auch auf kleine Gänse. Aber ja. Die Familie hat es geschafft, in der Natur zu leben, wie sie es wollte. Und kann anderen die natürlichen Kreisläufe etwas näher bringen. Alles entwickelt sich in der Natur und im Erlebnishof Vulkaneifel. Ich sollte also bald mal wieder vorbeikommen und schauen, wie alles weitergeht. Mittlerweile ist eine weitere menschliche Bewohnerin dazugekommen und die Familie ist jetzt zu viert. Zwischen ganz vielen Tieren. Herzlichen Glückwunsch. Wir lernen hier gemeinsam interessante Menschen kennen und tolle Projekte. Wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind, freue ich mich. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald bei Objektiv im OK.